Hallo Klickenabendler, auch heute möchte ich euch das Spiel Tipp-Tap vorstellen. Es ist aus dem Hause Queen Games, Autor ist der Michael Schacht und damals ist es im Jahr, ich glaube 1999, unter dem Namen Tuvabu bei Goldsieber erschienen. Es ist quasi eine Neuauflage für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahre und geht recht flott, 20 Minuten. Die einzelnen Plättchen, die liegen schon mal aus mit der Farbseite nach oben, also Formplättchen sind es hier. Die haben wir jetzt einfach schon so hier liegen. Die Spieler sitzen um den Tisch herum, sollten dann gut an die einzelnen Plättchen herankommen. Ziel ist es, dass jeder Spieler möglichst 8 Plättchen vor sich liegen hat, dann endet das Spiel. Es gibt einen Stapel mit Karten, mit einer dunklen und mit einer farbigen Seite. Ich nehme jetzt diesen Stapel, drehe dann die erste Karte um. Die nehme ich jetzt einfach mal so in die Hand. Und die Spieler versuchen mit Hilfe ihres Zeigefingers auf die entsprechende Form zu tippen. In dem Fall so. Den Finger lassen sie drauf, auch wenn sie merken, es ist vielleicht falsch. Den lassen sie auf jeden Fall, bis alle Spieler durch sind, beziehungsweise die Motive gefunden werden. Die richtigen Motive legt natürlich ein Spieler einfach vor sich ab. Die behält er nicht, die stapelt er auch nicht, weil mit weiteren Karten, die dann ins Spiel kommen, hier jetzt in dem Fall nicht, kann ein Spieler mir natürlich auch ein Plättchen abgreifen. Und so verliere ich wieder gesammelte Plättchen und zum Gewinn brauche ich ja 8 Punkte. Ein recht schnelles Spiel, was man sieht, und das ist auch das Standardspiel. In der Variante, man ahnt es vielleicht schon, werden die Plättchen einfach umgedreht. Ich mache es jetzt einfach mal für ein paar und dann merkt man durchaus, dass der Schwierigkeitsgrad zunimmt. Ich drehe übrigens den Stapel wieder und dann, was passiert? Ich ziehe natürlich hier eine Karte und genau das gleiche Spiel passiert auch hier. In dem Fall versuche ich auch mit meinem Finger alle Spieler gleichzeitig auf das entsprechende Symbol zu deuten, was also gar nicht mal so einfach ist. Aber das war bei weitem noch nicht alles. Ich schiebe das einfach mal ein bisschen auf die Seite, weil in der Spielschachtel befindet sich natürlich noch etwas mehr. Also Vorsicht beim Auspöppeln übrigens, werft das Material bloß nicht weg. Das heißt, die Rahmenteile, die kommen jetzt zur Geltung. Ich platziere einfach mal ein paar hier aus. Natürlich alle nebeneinander, nicht stapeln, wie man es hier sieht. Aber hier, dass man auf jeden Fall mal ein paar sieht. Ich drehe wieder hier um. Nach Variante, neues Spiel, auch wieder 8 Plättchen. Und jetzt geht es darum, hier aufgrund dieses Rahmens die Form zuzuordnen auch und auch hier auf das Plättchen zu deuten, was passend ist. Hier liegt es übrigens zufällig aus. Das heißt, hier in dem Fall deute ich hier drauf und das ist natürlich dieses Motiv, wo die Spieler dann kontrollieren. Genau auch wieder 8 Plättchen ist das Ziel. Und natürlich darf man es auch rumdrehen. Und jetzt wird es richtig schwer. Also ich persönlich habe da echt meine Probleme, weil jetzt wird es verrückt. Ich habe natürlich hier wieder dieses Teil. Und jetzt muss man etwas länger überlegen. Ich will mal sagen, ja, der Schwierigkeitsgrad nimmt wirklich zu. Und man muss gut überlegen, wo das eine oder andere Plättchen liegt. Und auch hier wieder in der Spielvariante, bis ein Spieler 8 Plättchen vor sich liegen hat. Das war das ganze Spielprinzip. Es ist ja in wenigen Sekunden erklärt, paar Minuten, je nach Spielvariante. Wenn wir es spielen, dann spielen wir meistens alle 4 Spielrunden durch. Also das Standardspiel mit den normalen Formen und Karten in der Farbe. Und dann spielen wir meistens noch 3 Runden hinterher, auch bis 8 Plättchen in diesen Varianten, die wir jetzt hier darstellen. Es ist wirklich sehr flott gespielt. Es hat allerdings den ein oder anderen Haken. In Runden, wo ich es gespielt habe, habe ich es erlebt, wenn die Spieler logischerweise bei so einem Spiel nicht richtig drankommen an die Karten. Man braucht einen entsprechenden Tisch. Man muss gut an die Plättchen drankommen. Dann kann es schon ein bisschen frustrierend werden, aber das nimmt man sogar in Wahrheit. Das ist einfach so bei solchen Spielen, wenn es um Schnelligkeit geht. Vielleicht sitzt der eine einfach vor dem Plättchen. Ich habe es aber auch erlebt, dass wirklich hier im Prinzip diese Teile hier, ja, man hat die Zeigefinger so drauf platziert und die anderen konnten dann gar nichts mehr sehen. Wo ist denn das Plättchen? Weil ich darf ja meinen Finger nicht runternehmen. Logischerweise, wenn man das mit mehr spielt, dann sehe ich teilweise gar nichts mehr, weil mein Finger bleibt ja so liegen, bis die Wertung kommt. Das geht aber recht flott. Also die 2 Punkte muss ich auf jeden Fall erwähnen, falls die der ein oder andere spielt ja solche Spiele durchaus auch sehr ernst. Altersangabe ist es angegeben mit 8 Jahren. Jetzt bin ich mal sagen, bin ich so in einer Zwickmühle. Am liebsten spiele ich es mit Kindern. Allerdings
Allerdings muss man hier auch abwägen, wenn ich es mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter spiele, die sind ja durchaus schon etwas spielerfahren, da hat man ja schon Schwierigkeiten, die Altersangabe zu berücksichtigen und richtig zu beurteilen. Wenn man es mit anderen Kindern spielt, dann kann man schon einen besseren Vergleich ziehen. Also das Spiel eignet sich auch durchaus als Kinderspiel, sofern die Kinder auch etwas spielerfahren sind, schon mit ersten Spielen in Berührung kamen, vielleicht auch gerne solche Memo-Spiele, wo man zuordnen muss, dann haben sie sicherlich auch ihren Spaß und die Erfahrung haben wir gemacht und dann geht der Spielspaß auch, will ich mal sagen, deutlich nach oben. In Vielspielerkreisen habe ich es natürlich auch gespielt, das der kann ja auch als Absacker gelten. Na, da sind die Meinungen geteilt, der eine oder andere sagt, spiele ich gern nicht, muss ich aber jetzt nochmal spielen. Und wie gesagt, man sieht ja an dem Spiel, ob es dem einen gefällt oder nicht. Als Absacker oder Einstiegsspiel ist durchaus witzig, man muss allerdings auch solche Reaktionsspiele mögen, wo es natürlich ums schnelle Zuordnen geht. Und das kann, denke ich mal, jeder jetzt aufgrund des Videos auf jeden Fall machen. Wie gesagt, es lässt sich auch in größeren Gruppen gut spielen. Übrigens auch zu zweit. Man kann es auch zu zweit spielen. Es ist angegeben mit drei. Es funktioniert auch zu zweit sehr gut. Macht aber natürlich mehr Sinn, wenn man zu dritt oder viert am Tisch sitzt. Und je nach Erfahrung natürlich macht es mehr oder weniger Spaß. Das war ein kleiner Wackler am Schluss. Das kann auch passieren. Ich sage Tschüss von dieser Seite. Bis bald.